So, jetzt wo das Kohleproblem, was ich ja so aufgebauscht hatte, eigentlich behoben ist, was ziemlich schnell ging. Und es ist alles rot. Also ja, wir haben die Kohlebasis einfach über Roboports angeschlossen. Das Ganze mit der Stromversorgung aus der Hauptbasis, das ist eigentlich jetzt ein Teil der Basis. Was wir wirklich machen sollten, ist durchgehend Lasertürme bauen. Und eigentlich sollte ich durchgehend die besseren Lasertürme bauen, aber dafür fehlen mir noch die ganzen, die Dinger hier. Also ich gucke erstmal, was alles gemacht hat. Vielleicht fällt es mir auch ein, wenn ich die Dinger sehe. Ah, ich erinnere mich schon mal, dass die tierisch doof waren. Und zwar doof in der Hinsicht, dass man nicht wirklich gut sehen konnte, wo man welche Ärmchen anbringen muss und wo die dann Ein- und Ausgänge sind und so. Waren das gerade 20? Oh, und das ist mal wieder Angriff von rechts. Sehr schön, Abwechslung. Also ja, die Gebäude an sich sehen zwar vielleicht, ja, interessant aus, aber die Perspektive ist falsch. Ne? Also alle Vanilla-Objekte haben eine bestimmte Perspektive aus, also den Blickwinkel, aus dem sie gezeichnet werden oder designt werden oder wie auch immer. Der ist bei denen halt falsch. Was aber nicht wirklich schlimm ist und auch nachvollziehbar, weil es ist ja nur ein Mensch. Und ein Mensch ist es selten, dass der sehr gut programmieren kann und sehr gut designen und sehr gut räumliches Vorstellungsvermögen und. Das sind doch recht viele Fähigkeiten auf eine Person vereint, weil ich glaube nicht, dass er ein extra Designer für sich hat. Also die ändern sich hoffentlich mit der Zeit noch. Was ich eigentlich sagen wollte, es ist doof zu gucken, wo da was reinkommt und wo was rausgeht. Mehr fiel mir aber nicht ein, als ich die Dinger gesehen habe. Also ich weiß jetzt nicht, welches davon für was da ist. Aber das hier nimmt zum Beispiel Diamond Ore und macht daraus Crushed Diamond. Oder war das andersrum? Und wenn man hier etwas hat, dann nimmt das die Sachen unten und tut es denn dahin, ja? Also verbraucht der ein Emerald Ore und macht daraus zwei Crushed Emerald. Wir haben aber kein Emerald Ore. Wir haben Raw Ore. Das muss eventuell erst gegrindet werden. Nein, kein Ur. Da. Der macht aus Crushed Chunks. Okay. Das heißt, zuerst kommt der hier. Der macht aus dem Erz Crushed. Der macht dann aus dem Crushed Chunks. Und du? Du machst Raw Ruby. Also wenn ich die beiden vertausche, habe ich die Reihenfolge richtig. So. Erz kommt rein, Crushed kommt raus. Crush kommt rein, Chunks kommt raus. Chunks kommen rein, Raw kommt raus. Das heißt, das, was wir haben, das ist schon fast fertig. Crush, Chunks, Raw. Ja, Raw ist die Vorstufe von Polished. Wie kriege ich das Polished? Das ist nämlich das, was ich brauche. Ich brauche die Polished Gems für die tolle Munition. Was? Aber für die Shotgun-Munition brauche ich das. Und ich brauche hier Polished Ruby 4 Stück. Tim, 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 da. Polisher. Ich brauche 5 Raw Diamonds. Nein! Okay. Wo kriege ich Raw Diamonds her? Die werde ich nicht von Gegnern bekommen, weil wir wissen jetzt ja inzwischen, was wir alles von Gegnern bekommen. Ich baue das mal ein bisschen näher beisammen, dass wir da Ärmchen zwischen machen können. Genau das meinte ich. Das ist so. Also hier muss ich es hin tun, damit ich da ein Ärmchen zwischenbacken kann. Nein. Ich packe das Ärmchen einfach hin und setze das Ding daneben. Das ist, glaube ich, einfacher. Ja. Und das Ärmchen wird es jetzt da reinlegen können. Du. Da, da. Und ich denke mal, der wird auch schon richtig da gewesen sein. Ja.
Da. Ich weiß jetzt nicht, ob er das da oben reinlegt. Ich mach's mir lieber ein bisschen weiter runter. Der müsste hoch genug gewesen sein, so. Und du tust das Ganze dann in eine. Mal ruhig eine aktive Kiste. Oh, das ist gar nicht mehr im Roboterbereich. Na gut, wir müssen eh erstmal Diamantenerz finden. Das heißt, jetzt liegt es da dran. Wie kann ich nochmal Pollution ausblenden mit Alt? Okay, sehr gut. Ist schon wesentlich angenehmer. Also ich suche jetzt Edelsteine. Waren das da Edelsteine oder war das Silber? Gucken wir mal. Und baue auch erstmal einen davon. Dafür brauche ich Bronze. Ach Gottchen, Jungs. Und ich brauche Chunks of Ruby. Wie mache ich aus Raw Ruby wieder Chunks? Da. Ja, geht mal eben nicht. Also rückgängig geht das Ganze nicht. Das heißt, ich muss jetzt, um das Ding zu bauen, Rubine finden. Aus dem Rubinenerz dann die Crushed, die Chunks machen und nicht weiter. Das heißt, ich muss das Ding da zwischendurch kappen. Und das Ganze dann nochmal für die Diamanten. Und ich muss vorher eine Bronzelegierung hinbekommen, die wir noch gar nicht machen können. Und ich wüsste auch nicht, wo. Also wahrscheinlich ist das hier damit bei später. Und dafür bräuchten wir Tin und Kupfer. Wir haben nur kein Tin. Das ist jetzt alles nicht so schön. Also sind die Türme erstmal nicht machbar. Das heißt, ich baue weiter auf die ganz billigen Standardtürme und mache jetzt eine komplette Mauer um die Basis rum. Und ich verteidige auch hier nach Osten jetzt wieder ein bisschen mehr. Ja, wo war jetzt der Angriff genau gewesen? Das wäre praktisch zu wissen. Das ist echt schick ohne Smog. Kann man viel besser gucken. Wenn man den echten nur auch so schnell ausblenden könnte mit dem Tastendruck. So. Ich glaube, das war nicht hier oben, aber es muss so oder so jetzt einmal eine komplette Mauer aus Lasertürmen komplett um unsere Basis rum. Als Vorbereitung für die nächste Stufe an Beißern. Währenddessen können wir noch mehr Chitinmauern bauen. Wobei ich eigentlich eher dafür wäre, alles durch Sandmauern zu ersetzen, nach und nach. Achso, wenn ich Alt drücke, werden ja auch die alle deaktiviert. Das ist unpraktisch. Ja, muss ich halt mit dem Smog auf der Minimap leben. Ich würde jetzt gerne die Sandmauern automatisieren. Hatte ich zwar schon zweimal gegengesprochen, aber ich denke einfach, es ist notwendig. Weil sonst kommen wir nicht hinterher. Angriff, wo genau? Da unten. Wie viele Türme schießen? 21, ja, das ist gut. So, also Sandmauern automatisch herstellen bedeutet, erster Schritt wäre Sandsäcke. Und ich habe, wo sind meine Fabriken? Ich habe doch wohl noch Fabriken irgendwo da auf Tasche. Nö, dann bau bitte mal zwei Fabriken. Brech die ab, brech die ab. Erster Schritt wären Sandsäcke. Sandsäcke sind Dytec-Zeug? Dytec-Zeug. Ja, also einfach Sand zu Sandsäcken. Gut, die Fabrik, die als nächstes kommt, wäre dann schon die Fabrik, die die Steinmauer, die Sandmauer macht, richtig? Nein, wir brauchen vorher eine Fabrik, die aus Holz Holz macht. Also Raw Wood. Das heißt, wir brauchen zwei Fabriken hier irgendwo, die dann eine Fabrik befüttern. Okay. Kurz das Muster zu Ende machen. Apropos Muster. Es gab Vorschläge, das Muster zu ersetzen durch Umspannwerke. Soll ein bisschen teurer sein, bringt aber wesentlich mehr Platz und Übersicht. Ich glaube, ich habe sie noch gar nicht erforscht, deswegen sehe ich die auch noch gar nicht. Wenn, denn wir nicht hier. Aber ja, wenn ich die
Möglichkeit hier frei habe, erforsche ich die mal und guck, was da bei Ditec vielleicht noch kommt. Vielleicht haben die ja noch größere Umspannwerke. Dass man da wirklich noch ein, zwei Strommasten braucht, das wäre echt super. Weil es kommt ja doch recht häufig vor, dass ich Positionierungsprobleme habe, wegen dem Muster. Genau, also zwei... Ich brauche nur eine Fabrik. So. Zwei Fabriken, einfach irgendwo. Die eine Fabrik befüttern, die da ist. So. Stell bitte wieder blaue Ärmchen her. So. Also du stellst jetzt hier Sandsäcke. Da. Dementsprechend brauchst du Sand von oben eigentlich. Aber ich mache dann einfach mal aus der Kiste da eine große Provider-Chest. Große Provider-Chest? Große Provider-Chest da. Ja, und dann mache ich unten eine Requester-Chest hin, dann müsste das hinhauen. Zeugen. Und hier ist natürlich keine Roboport-Abdeckung, also muss ich vorher auch noch einen Roboport bauen. Dafür habe ich allerdings keinen Stahl, dafür müsste ich eigentlich nur in Robo-Einzugsgebiet gehen. So. Währenddessen kann ich überlegen, was wir noch alles brauchen. Also erstmal brauchen wir immer mehr Ärmchen. Da fehlt Eisen, das müsste ich eigentlich gleich auch angeliefert bekommen. Lasertürme. Was fehlt für Lasertürme? Stein, ne? Ja, ich glaube schon, Stein. Und ich brauche echt mehr Logistik-Slots. Ist irre praktisch. Also ja, Stein hole ich mir gleich aus irgendeiner Kiste. Dann Chitinmauern bauen. Das wird ja doch immer mehr, weil wir halt so viele Angriffe haben. Aber jetzt für das aktuelle Projekt, für die Dinger da. Ich brauche einen Requester-Chest für Rohholz. Eine Requester-Chest für Sand. Und dann eine Provider-Chest für die Mauern. Oh, das war's. Okay. Habe ich meinen Stahl? Ja, ich habe meinen Stahl. Gib mal mehr Stahl. Jedes Mal. So. 200. Die Chipgröße ist auch auf 200 eigentlich, ne? Ja. Mach auch das mal höher. So. Warte noch kurz, bis die Schlange und die Schlange ankommt. Wie viele Roboter haben wir hier inzwischen? Wo ist die nächste Kiste? Da, 250 haben wir inzwischen. Das sieht doch schon besser aus. Zip, 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 zip. Ja, sehr gut, sehr gut. So, können wir jetzt einen Roboport bauen? Ja, bau den Roboport. Oh, ich habe keine blauen Chips in dem Logistikding. Ärgerlich, okay. Ärmchen. Und Ärmchen. Und Ärmchen und Ärmchen. Und da teilt ihr euch eine Requester-Chest. Diese Requester-Chest hätte gerne Holz. Ruhig ein bisschen mehr. So, ich glaube 50 waren ein Stack, ne? Ja, ja, dann mach ruhig 400. Dass mehr Holz hier eingelagert wird, weil sonst schwirrt das einfach nur irgendwo rum. So, 400 davon. Und dann Sand. Sand steckt ja auf 2000 hoch, also packt da mal 4000 rein. Das ist eine Roboterladung. Auch wenn sich das viel anhört, aber das ist eine Roboterladung. So. Du machst dann bitte Holz. Das da. Und du machst dann bitte die eigentlichen Mauern. Dazu brauchst du dann auch noch Stein. Okay, das heißt, hier kommt noch ein Ausgang hin, ein Eingang hin. Eine Requester-Chest da. Und eine Gib-mir-Kiste da. Die Gib-mir-Kiste werde ich übrigens nicht beschränken. Die sollen so viele Sandmauern herstellen, wie sie wollen. Ich werde dann trotzdem später, wenn ich mehr persönliche Logistik-Slots habe, das so einstellen, dass ich immer 100 Sandmauern bekomme. Was ein wenig utopisch klingt, weil das sind echt viele Sandmauern, die brauchen eine ganze Weile auch in der Herstellung. Ha, aber gucken wir mal. So, du hättest gerne Stein. Mal aber voll. 1000. Ich glaube 100 pro Stack. Ja, ist okay. 1000 ist okay. Wollen ja nicht die ganzen Roboter gleich auslasten.
So, es wird geschossen und es sind nur 15 Türme. Welche Ecke ist das? Unten links. Okay, wir müssen unten links verstärken. Roboport ist fertig. Roboport, setz dich mal...